So, Freunde, jetzt holen wir Francisco ab. Da steht ja schon ein geiler Typ. Ja, moin! Alles gut? Achtung, Hund. Hi. Guck mal hier, wie der Miley da hängt. Guck mal, der mag dich schon. Der ist schon komplett verliebt. Alles klar? Wir machen heute was Schönes und was nicht Schönes. In einem. Wir geben nämlich dieses schöne Auto zurück. Und wir haben den Francesco dabei. Servus. Francesicus. Je nachdem, wie ihr Bock habt. Ihr hört auf alles. Und was machen wir jetzt? Das Wichtigste überhaupt machen wir nämlich wie immer zuerst. Hm? Zack. Zack. 10 Minuten Fahrt. Route zu Mr. Wash starten. Ja, ein sauberes Auto. Immer. Ja, mein Leute auch ein Porsche. Hat auch ein Porsche? Da, ne? Zwei sogar, da hat noch ein 718. Und er ist Popcorn-Freund. Ja, schon schön das gelbe Ding, ne? Ja. Zusammen bei Mr. Wash. Ob ich es wieder abgebe. Das ist echt krass. Das berührt dich schon, oder? Ja. Du bist nicht angeschnallt. Das stimmt. So, safety first, ne? So ist das. Ich kann das ja nicht haben, jetzt ein dreckiges Auto abzugeben. Ist zwar Kackwetter und bis wir in Mörs sind, ist das Auto wahrscheinlich wieder dreckig. Aber der Wille war da und wie gesagt, das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Weil es sind ja nicht meine Autos, ne? Und deswegen sollte man die noch mehr pflegen, als wenn es die eigenen sind. Die lieben Jungs und Mädels vom Porsche Zentrum Mörs spendieren dem versehrten Godi nämlich ein anderes Fahrzeug. Und zwar ist es tatsächlich relativ doof, längere Strecken im Moment mit dem Elva zu fahren. Ihr wisst ja, erste Lendenwirbel gebrochen, ist zwar natürlich jetzt im Heilungsprozess, sage ich mal, ne? Ist nicht mehr so schlimm wie am Anfang, aber ich merke es doch echt, wenn ich eben eine Stunde im Auto sitze, ist kacke. Ne? Sondern einsteigen, aussteigen ist auch kacke. Also haben die gesagt, immer gut, ist gar kein Problem. Wir haben ein wunderschönes Rentnerfahrzeug für dich hier stehen. Einen tollen Macan. Ja? Ganz habe ich mich natürlich gefreut wie Bolle, weil ich bin jetzt 5 Wochen kein Auto gefahren. Nicht nur, dass es einfach unheimlich gefehlt hat, sondern es bleibt halt auch so viel liegen. Ne? Ich bin ja relativ viel unterwegs. Und Termine und Videos mit euch. Mit Franci Cervicus und Philipp und Sandro und Jure und wie da alle heißen. Dann muss man natürlich irgendwie so ein bisschen flexibel sein. Ja, und da ist so ein Sportwagen natürlich nicht so geil. Und deswegen gibt es jetzt einen schönen Macan, ne, mit geil. Ich da vernünftig mit reisen kann, bis ich wieder fit bin. Und dann kommt schon das neue Auto. Wird auch sehr geil. Aber wir verraten es noch nicht, was das finale Fahrzeug sein wird. Aber es wird witzig. Ja, dann haben wir natürlich Winter, perfekt. Wir haben Allrad, wir haben Qualm. Wir können Qualm lassen, also es wird ein geiler Winter. Es wird richtig lustig. Ah, sonst, also du hast scheiße geschlafen. Nee, ich hab so kacke geschlafen. Wie gesagt, ich hatte richtig so ein bisschen panische Angst. So, also, was war denn da los? Keine Ahnung, einfach mein ganzes Zimmer gebebt. Und es hat so angedeutet, wie jemand so ein Bett hin und her schmeißt. So, am Anfang dachte ich, das wäre keine Ahnung, wie so ein kranker Gangbang oder so. Und dann habe ich so... Hast du schon gedacht, wo kommt's her? Wo kann ich hin? Ich geh mal klopfen. Und dann? Nee. Ja. Alter, voll. Das war so. Das sind wirklich schlechte Arbeitsbedingungen hier. Ja, es tut mir total leid. Das nächste Mal doch 5-Sterne-Hotel. Ja. Besorgen wir noch hier irgendwie so einen schwarzen Panamera oder so. Ja. Damit du auch dementsprechend vorgefahren wirst. Ja. Habe ich verstanden. Und dann lasse ich meine Freundin halt auch entfliegen, weil ich kann halt nicht in einem Panamera sitzen ohne eine Miete. Ja, stimmt. Bestimmt. Kann ich nicht. Ja. Und der Philipp muss euch fahren. Ja, der Philipp fährt. Obwohl, vielleicht nicht. Ja. Der beleidigt bestimmt immer alle total beim Autofahren. Ey, der fährt rauf, ne? Bis aufs Kennzeichen. Ja? Da will er sich einer reindrängeln, weil er falsch geblinkt hat. Ja. Sagt der Philipp so, fährt dem rauf bis auf die Achse hinten. Ja. Und so, ja, der soll schon merken, dass er verkackt hat. Ja, so sind die Wiener. Also ich kenne ein paar Wiener tatsächlich.
Die sind aber eigentlich alle sehr nett. Also Philipp, der ist ja eigentlich auch sehr nett. Ja, der Philipp ist ein toller. Ja. Der ist ein sehr. Also generell, das Iron Force Content Creator Team ist. Ja, definitiv. Sind alles, das sind schon geile Burschen. Ja. Ganze Iron Force Team und auch alles, was da dazugehört, sind einfach alles geile Menschen. Was natürlich auch wichtig ist, wir haben natürlich die geilste Community der Welt. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja? Ihr gehört ja dazu. Ihr seid nicht alle unheimlich gut aussehen, sondern ihr seid auch noch alle gut drauf und lieb und nett. Ja, und siehst du, was ich sehe? Oh, ja. Siehst du es? Ich sehe es. Geil, aber ich sehe auch den Verkehr. Schade, Schokolade. Aber es wäre schon geil, wenn man so jetzt nochmal zum Abschluss einmal durchladen könnte. Weil der Apparat, der geht wie die Hölle. Nice. Simmer. Haben wir es geschafft. Herrliches Winterwetter. 6 Grad Sonnenschein. Wunder. Wunderbar. Ich will eigentlich gar nicht aussteigen. So ein schönes Auto. Mehr. Ich bin auch 29.202 Kilometer gefahren. Jetzt habe ich 117 Stunden und 38 Minuten in diesem Auto verbracht. Das ist nicht schlecht, oder? Das ist nicht schlecht, nee. So, Freunde, da sind wir. Porsche Zentrum Moers. Da steht der gelbe Flieger. Und vom Paul steht der wunderschöne Cayenne GTS in PTS Hell Oak Green Metallic hier. Mal ganz kurz, wie geil ist bitte diese Farbe? Also, ich finde die richtig schäffig. Du nicht so, ne, Francisco? Du? Ja, geht. Du bist noch nicht alt genug wahrscheinlich. Du bist eher hier so. British Racing Green. Das geht aber, oder? Das ist geil. Ja, finde ich auch. Sehr geiles Auto. Ja, Freunde, und hier rechts steht auch ein schöner Wagen, und zwar ein Taycan Cross Turismo in Coffee Beige Metallic. Die Farbe wird natürlich gut zum Godi passen, allein schon wegen dem Coffee. Ne? Aber wir sind wegen was anderem hier, weil ich bin ja noch in der Heilungsphase. Ihr seht, ich kann schon wieder alleine stehen und laufen, ist alles gut. Nur länger Autofahren ist schlecht. Und deswegen gibt es jetzt was, bis ich wieder fit bin. Und zwar dieses wunderschöne Fahrzeug hier in Enzianblau. Wunderschöner Macan, Enzianblau, innen drin so schwarz-grau irgendwie. Ich kann das noch gar nicht so richtig, hier guckt mal, ne? Seht ihr? Sehr geil. Und ist natürlich jetzt perfekt für mich, weil hoher Einstieg und so, ne? Ihr müsst euch jetzt mal in meinen Körper reinversetzen. Das heißt, ihr seid jetzt so 82 Jahre alt, ja? Aber immer noch gut drauf. Und dann hat man so ein Auto. Ja, Spaß. Das hört sich jetzt so negativ an, aber ich meine jetzt wegen meinem Körper. Ja? Macan, geiles Auto. Ich habe noch nie einen gehabt. Bin sehr gespannt, aber ich finde die Formsprache von dem Auto richtig, richtig gut. Guck mal, gerade so von der Seite, schön kompakt, sportlich. Ich glaube, man sitzt extrem gut drin, wendig, Allrad, Winterräder, also perfektes Fahrzeug. Und der Francisco haut euch jetzt einen schönen Capo auf die Ohren. So, und bevor wir jetzt mit unserem Schmuckstück hier eine schöne Probefahrt machen, gucken wir noch mal, was sonst hier rumsteht. Coffee Beige, lecker, aber komm mal mit. Guckt euch das mal an hier. Boah. Also richtig gutes Line-Up. Ne? Theoretisch PTS-Line-Up, weil diese wundervolle Farbe hier, Sport-Grau, Sport-Classic-Grau, glaube ich,
ist irgendwie eine PTS-Farbe, irgendwie aber auch nicht. Die gibt es bei dem Auto natürlich standardmäßig, aber bei allen anderen nicht. Deswegen würde ich das eher unter PTS einsortieren. Ist kein Kreide, ist schon anders. Vor allem ist das so Metallic. Also es ist quasi Kreide-Metallic, wenn man so will. Richtig geile Farbe und natürlich einfach richtig, richtig wildes Auto. Vor allem so Kleinigkeiten wie durchlackierter Schweller hier unten, das macht so viel aus. Wenn du von der Perspektive hier drauf guckst, das ist einfach richtig mächtig, das Ding. Also 911 Sportklassik, richtig, richtig geiles Ding. Und worauf natürlich viele gewartet haben beim GT3 Touring schon, Entenbürzel finde ich extrem lässig. Sieht einfach gut aus. Sportklassik, Freunde. Puh. Was mir auch richtig gut gefällt an dem Auto, muss ich ja sagen, sind die Felgen. Ne? Also das Rad gibt es auch normal als Fünfloch. Da finde ich es nicht so geil. Aber als Zentralverschlussrad, Endgegner. Echt Endgegner. Wäre vielleicht auch eine Option für ein GTS. Ne? Ja. Leider gebe ich ihn ja jetzt ab. Mit schönen Dingen. Einfach herrlich. Kennzeichen ist aber schon gesaved. Ne? Kann nichts anbrennen. Auch schön. Mintgrün. Immer wieder lecker. British Racing Green auf dem GT3 Touring ist natürlich einfach absoluter Wahnsinn. Allerdings finde ich, sind diese ganzen Grüntöne wie British Racing Green und Brewster Green und so ein bisschen durch. Aber gucken wir mal. Ich denke, jetzt kommt demnächst ein bisschen Blau, Gelb, Gold. Mal gucken. Ja, Freunde, hier haben wir noch was extrem Schönes. Und zwar nochmal British Racing Green. Turbo S diesmal. Auch extrem lecker. Und hier haben wir den Türsteher des Porsche Zentrum Moers, den André. Ja, also immer vernünftige Schuhe anziehen, wenn ihr vorbeikommt, sonst schmeißt ihr euch raus. So sind wir natürlich rein. Also ihr merkt, alle Verkäufer sind hier einfach geil drauf. Immer vorbeikommen, anrufen, was auch immer. Echt sehr nette Truppe. So, weiter im Text. Turbo S, British Racing Green, Endgegner. Und innen drin ist er braun. Ich finde die Kombo ziemlich lässig, muss ich sagen. Grün und braun macht schon einen schlanken Fuß. Vor allem in einem Turbo S, weil du hast halt irgendwie so ein solides, seriöses Kfz. Aber wenn du den Hammer fallen lässt, da siehst du keinen Morgen mehr. Der Apparat, der geht wie die Hölle. Damit fällst du auf jeden Fall auf. Lecker. Jetzt haben wir hier noch ein schönes Auto in der Standardfarbe. GT3 Touring in GT Silber. Super classy, mega ausgestattet, Stahlbremse, keine schwarzen Scheiben hinten, genauso würde ich ihn nehmen. Wichtig, Porsche Wappen auf der Mittelkonsole, ne? Nie den Schriftzug wählen, weil den kann immer nur einer lesen, das ist ungerecht. So, und jetzt suchen wir mal ganz schnell den Leon. Ja, Leon ist nämlich der beste Teilevertchecker, den es gibt auf der Welt, und zwar der Teiledienstleiter Leon Berner. Da läuft er, da ist er. Leon, hier. Huhu. Huhu. Alles klar? Na klar. So, da ist der gute Leon. Jo. Ich habe ja schon viel von ihm berichtet. Ja, das ist der, der die Preise mal extra teuer macht. Ja, mal 20% Aufschlag ist normal hier. Ja, so Freundschaftspreis, ne? Genau. Plus 20%. Immer. Geil, ja, perfekt. Also komm vorbei, Freundschaftspreis, gar kein Ding. Ich krieg 15% Provision davon. Richtig. Nein, Leon kümmert sich immer. Also, wenn ihr Fragen habt, gerne Leon fragen. Genau. Ja, ich habe auch eine Frage. Welche denn? Ich hätte gerne so Stoppis da. So. Wo der Taycan draufsteht. Ja, wo man so drauf fahren kann. Zack. Ja, haben wir da, gar kein Problem. Echt? Sicher. Ja. Ja, willst du haben? Ja. Hol ich dir. Geil. Ich zeige euch, was ich meine. Also hier, Leon, ne, zack, ist auf zack. Und die Dinger hier, das ist das, was ich haben will für die Garage, weil ich mir gedacht habe, gut, du stehst immer irgendwie da drin. Und du stehst ja auch irgendwie immer gleich, aber irgendwie auch nicht. Weil ich muss bei mir so um die Ecke rum,
und mit Fahrrädern und dem ganzen Kram, da mache ich mir immer Sorgen, dass früher oder später irgendeiner, wahrscheinlich ich selber, mit dem Fahrrad irgendwo im Auto hängen bleibt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist das eine geile Idee, wenn man diese Dinger da hat. Kann man das Auto mal schön positionieren. So, Jan. Na, ging flott. Pass auf, stell. Alter, was? Sind die aus Holz oder aus Stahl? Oder? Aus Gold. Aus Gold, ja. Das erklärt das Gewicht. Premium. Ja, klasse. Ja, dann sag ich mal danke. 4.000 Euro? Ja, plus die 20%. Wie immer. Ah, plus die 20%. Ja, klasse. Ja. Nee, dann geht es ja. Ja, ist ein Schnäppchen. Ja. PayPal? Ich gebe dir gleich mal eine E-Mail-Adresse, dann kannst du mir das schicken. Ja, genau. Schön privat. Für Freunde und Familie. Richtig. Geil. Nee, ja. Aber jetzt vielen Dank dafür. Gerne. Was kosten die Dinger? Die waren relativ teuer. 90 Euro oder sowas? Nee, die liegen bei knapp 150 Euro. 150 Euro. Aber sieht top aus. Ja, das stimmt. Meine Oma sagt ja immer, Spaß kostet. Richtig. Hm? Muss auch mal 150 Mark in die Hand nehmen, genau. Um die Karre in der Garage vernünftig zu platzieren. Und außerdem sieht das auch noch aus wie Rennstrecke, weil da sind nämlich Curbs dran. Also ist das gut. Ne? Sind wir uns einig. Genau. Ja, Leon, nochmal vielen Dank. Gut, Jan. Gerne. Der Leon freut sich übrigens auch über nette Weihnachts-E-Mails. Ja? Wir blenden immer jetzt mal gerne seine E-Mail-Adresse ein, dann könnt ihr den mal ein bisschen nerven. Richtig. Ich freue mich. Ja. Gut. Bis dahin. Wir sehen uns. Hau rein. Schön. Ciao. Danke. Ne? Ich sag ja, sind alle geil drauf und immer für einen kleinen Spaß zu haben. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen überfordert, weil ich nicht gedacht habe, dass er sagt, ja klar, haben wir da, hier bitte. Zack. Aber werden wir mal in der Garage installieren. Kleiner Vorteil ist natürlich bei so einem Macan, dass du da auch ein bisschen mal den Kofferraum kriegst. Ne? Das ist beim Elfer eher schwierig. Tja, da steht das schöne Ding. War eine geile Zeit. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und jetzt ist es schon wieder vorbei. Richtig traurig. Ich weiß nicht, aber ich verlieb mich immer in die Autos. So optisch mega geil, relativ zurückhaltend, also bis auf die Farbe jetzt, aber so vom Auto an sich. Ich muss sagen, ich find die Farbkombination auch, die ist brutal. Ja, wir haben es auch gnadenlos durchgezogen mit dem Gelb und es macht ja auch immer sehr viel Spaß. Ich bin wirklich traurig, aber so ist das. Und jetzt mit dem Macan, ja, kann ich natürlich viel besser fahren. Momentan muss ich halt einfach an meine Gesundheit auch denken. Das fällt mir tatsächlich schwer, weil wenn ich jetzt hier so stehe, geht es mir gut und ich will eigentlich Gas geben, aber ich soll ja noch nicht. Und nun haben wir genug gelabert, gehen jetzt mal ein bisschen auf Probefahrt und gucken uns das Schätzchen auch von innen an. Ich habe Schlüssel und ich habe gerade noch ganz schnell meinen wunderschönen Race Service Schlüsselanhänger vom Elfer Schlüssel abgemacht, weil das hätte ich nämlich fast vergessen. Ist mir schon mal passiert. Zack, war der schöne Schlüsselanhänger weg. So, wenn PZ, ne, in Moers, immer Antalya Grill danach. Wichtig, ist Gesetz. Ja, schöner Fitness-Teller, muss sein. Ja, Freunde, da sind wir im wunderherrlichen Macan unterwegs. Echt ein schönes Auto, muss ich sagen. Stylisch von innen. Farbe mal was anderes, aber das kommt wahrscheinlich jetzt im Video gar nicht so rüber. Sehr, sehr geil. Enzian Blau, lecker. 1A. Ich sitze so gut hier drin. Das ist echt göttlich. Einsteigen, aussteigen, tipptopp. Das ist wirklich erste Sahne. Ja, ich freue mich und seid gespannt, was dann kommt. Dann gebe ich richtig ein auf die Omme. Nein, kein GT3 RS. Das dauert noch ein bisschen. Ja, Freunde, in diesem Sinne nochmal danke. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Und schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was wir alles Lustiges mit dem Macan machen sollen. Würde ich mich mal interessieren, wo ihr Bock drauf habt. Dann machen wir das. Keine Ahnung. Schnee wird hier schwierig. Aber euch fallen bestimmt andere witzige Sachen ein. Also bitte mal kommentieren. Ich freue mich und bis demnächst. Haut rein. Schöne Vorweihnachtszeit.